geht ab? Hier ist der Lenz, heute live from the Gamescom. Und der erste Tag ist vorbei, war sau anstrengend. Wir sind jetzt ungefähr 12 Stunden hier. Und ja, so ein bisschen mehr sogar, denn ja, wir sind endlich hergefahren, weil wir Call of Duty Ghost unter die ersten 500 wollten. Und einige, die bei mir auf der Facebook-Seite waren, haben es gesehen. Ich habe ein Foto gemacht, wir haben es geschafft. Wir waren unter den ersten 500 und somit bekomme ich eine Prestige Edition Call of Duty Ghost umsonst. Und das ist schon ziemlich fett und deswegen hat sich eigentlich alleine schon der Ausflug zu Gamescom gelohnt. Aber das war natürlich nicht alles hier am ersten Tag. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe hier PS4 gezockt. Assassin's Creed 4, Black irgendwas, vergessen wie es heißt, Assassin's Creed 4 einfach auf der PS4 und einen Shooter auf der PS4, wo ich ebenfalls den Namen vergessen habe, also war nicht Killzone oder sowas, ja, war auch nicht schlecht. Call of Duty Ghost hat sich ziemlich cool gespielt, leider konnte ich bloß ein Spiel machen, circa 10 Minuten, Game Mode cranked und ja, hat schon ziemlich gefetzt und ich glaube, ich werde es morgen auch nochmal antesten, wenn nicht ganz so viel los ist, denn ja, wahrscheinlich muss man da wieder 3 Stunden oder was anstehen und mal gucken, ob ich da Bock drauf habe. Es sind wirklich unglaublich viele Leute hier und ich hoffe, morgen wird es etwas besser. Was haben wir noch gemacht? Morgen steht auf jeden Fall noch Battlefield 3 an, 4, Battlefield 4 natürlich und was haben wir noch gemacht? Ja, wir haben alle Stände einfach durchgeschaut, so was es so gibt und was wir noch angucken müssen. Dann hatten wir noch Glück, wir haben so einen Priority Pass bekommen für FIFA 14, das heißt, wir mussten nicht anstehen. Ja, nachdem wir Call of Duty Ghost Prestige schon gekriegt haben, war das der zweite Glücksfall heute. Dann haben wir da noch 2 Matches FIFA 14 gespielt. Ja, spielt sich auch ziemlich ähnlich wie FIFA 13, ein bisschen langsamer finde ich. Und grafikmäßig war jetzt auch nichts so weltbewegendes, also FIFA halt. Und ja, ist ja auch auf der Xbox One. Xbox One hat schon ziemlich gefetzte Controller, ist ziemlich cool. Ja, ein bisschen wie der alte. Aber ja, der taugt mir ja, deswegen ganz in Ordnung. Wie gesagt, morgen dann noch Battlefield 4. Destiny, genau, habe ich vergessen. Haben wir uns gerade eben noch angeschaut, haben die Entwickler ein bisschen gespielt. Wir sind im Kino gesessen. Und Destiny, muss ich sagen, schaut auch richtig episch aus. Also da freue ich mich drauf. Und ja, ich würde sagen, das war's so viel zum ersten Tag. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mit dem Recap vom zweiten Tag. Und bis dahin, euer Lenz. Wiederschauen! Rollstuhl-Simulator, Alter, Sachen gibt's. Oh, jetzt wird's gefährlich über die Straße. Camper!